Shutdown im Berliner Nachtleben. Noch am Abend mussten alle öffentlichen Orte, an denen mehr als 50 Menschen zusammenkommen, auf Anordnung des Senates dicht machen. Darunter auch Theater, Kinos, Fitnessstudios, Bordelle, Clubs, Kneipen und Bars. Also ich bin wirklich enttäuscht. Ich habe es eben erst erfahren, dass es jetzt wirklich der letzte Abend gewesen sein soll. Das ist natürlich schade. Aber Gesundheit geht vor, finde ich. Damit die Anordnung zur Schließung auch der letzte Partygänger und Clubbesitzer mitbekommt, zogen mehr als 100 Polizeibeamte durchs Berliner Nachtleben. Der eine Club war etwas früher geschlossen als der andere Club. Nichtsdestotrotz hat der ganze Einsatz die ganze Nacht gedauert. Shutdown, allerdings auch an einigen Grenzen zu unseren Nachbarländern Dänemark, Polen und Tschechien, haben ein Einreiseverbot aus Deutschland verhängt. Die Niederlande denken über Reisebeschränkungen noch nach. Ab morgen früh will dafür Deutschland dann die Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz schließen. Hintergrund ist nicht nur die Eindämmung der Corona-Epidemie, sondern auch der Versuch, Hamsterkäufe von Ausländern zu unterbinden, die im grenznahen Raum bereits zu Versorgungsproblemen geführt haben. In Italien und Spanien ist die Bewegungsfreiheit inzwischen komplett eingeschränkt. Reiseveranstalter wie TUIfly haben daher ihre Flüge nach Mallorca und auf die Kanaren erst einmal für 2 Wochen eingestellt. Selbst innerhalb Deutschlands wird Reisen in den nächsten Tagen beschwerlicher, plant die Bahn den Regionalverkehr nach dem Vorbild des Sonntagsfahrplans deutlich einzuschränken. Wie es mit den übrigen Verkehrsmitteln innerhalb Deutschlands aussieht, ist derzeit nicht abzusehen. Weitere Einschränkungen sind aber nicht auszuschließen.